Hi Mike Singer, wie geht's dir? Freut mich sehr, hier zu sein. Freut mich, dass ich dich hier treffe. Du hast gerade ein Album aufgenommen, oder? Genau, mein Album ist jetzt vor ungefähr einem Monat, glaube ich, rausgekommen. Ein bisschen länger. Und ja. Und was kann man da erwarten? Also ihr könnt euch auf jeden Fall bei meinem Album etwas sehr, sehr Krasses erwarten. Es ist was Neues, es ist etwas, was nicht jeder macht. Es ist auf jeden Fall fresh und es ist auf jeden Fall auch cool. Okay, ich wünsche dir auf jeden Fall ganz viel Erfolg mit deinem neuen Album. Und auf welchen Auftritt freust du dich hier heute am meisten? Ich freue mich sehr auf Udo Lindenberg, muss ich sagen, weil ich seine Musik echt mega feier. Und ich bin gespannt, wie das so insgesamt wird. Ich bin das erste Mal hier, deswegen, ja, mal schauen. Also genieß den Abend, genieß deinen ersten Echo und ich wünsche dir ganz viel Glück. Ja? Ciao. Das Mikro einfach mal ran in seine Richtung. Mike, ganz gut. Hi. Mir geht's gut, wie geht's dir? Ich meine, es wird doch krass sein, jetzt hier zu sein. Ich freue mich mega, hier zu sein. Wirklich, also das erste Mal für mich auf dem Echo. Das ist echt mega cool. Hast du dir Gedanken gemacht, was du anziehst? Ich nehme mal ganz kurz schauen, sieht sehr elegant aus, aber auch ein bisschen casual, was du da machst. Ja, ich wollte ein bisschen fresh und elegant zusammen mixen. Das ist dann das Gefühl. Was geht dir denn durch den Kopf, wenn du an den Echo denkst? Ich meine, man hat oft im Fernsehen gesehen, du weißt, was da passiert, aber jetzt bist du selber Part auf die Echo. Also, für mich ist es einfach mega cool, so dabei zu sein, weil ich weiß, dass es ein Musik-Event ist und so richtig als Musiker anerkannt zu sein, das ist für mich echt so das. Und anerkannte Musiker müsst natürlich bei mir auf dem roten Teppich das Ja-Nein-Spiel spielen. Ich gebe dir mal ganz kurze Fälle. Du kriegst 5 Fragen, die du fix beantworten musst. Okay. Hast du schon mal auf einer Aftershow-Party geknutscht, ohne dass es jemand gesehen hat? Ganz wild. Hast du schon mal auf eine Party geschlichen, auf die du nicht eingeladen warst? Ja. Okay, deine Tipps, wie kommt man gut auf eine Party, auf die man nicht eingeladen ist? Also du musst auf jeden Fall Freunde haben, die auf der Party sind und dann kommst du mit irgendeinem Venture. Hast du schon mal das falsche Outfit auf der Party getragen? Hast du schon mal das falsche Outfit auf der Party getragen? Nein. Immer das Richtige. Gibt jemand, der nicht da bereit? Nee, ich habe aber eine gute Familie, die sich da gut auskennt und auch meine ganze Kindheit sich ein bisschen aufzunehmen. Ziemlich immer mit. Stimmt, das ist immer jedem, aber und auf solchen Events wie dem Echo gibt es ja ganz, ganz viele Menschen, die mit einem sprechen. Hast du schon mal mit jemandem gesprochen, von dem du nicht wusstest, wer vor dir steht? Wie rettet man sich da am besten aus so einer Situation heraus? Also ich bin ganz offen und frage einfach, wer die Person ist. Und wenn sie dann doch kennt, tut sie mir leid natürlich. Ja. Wahrscheinlich bist du genauso schlecht im Namen wie ich. Auf jeden Fall, ich bin sehr schlecht. Wie heißt du denn? Maurice, alle mal. Eine letzte Frage. Hast du jemals bei einem Ja-Nein-Spiel auf dem roten Teppich beim Echo gelogen? Nein. Danke dir.